So, jetzt sehen Sie, wie die Klausur aussieht. Das ist die Oberfläche der Klausur. Hier oben links ist die Firma, die diese Software herstellt. Question Mark, Datum. Hier steht, als wer Sie eingeloggt sind. Hier oben gibt es noch eine Angabe zu Blöcken. Ich habe keine Blöcke in der Klausur, also können Sie das ignorieren. Hier können Sie die Schriftgröße verändern. Falls es Ihnen zu klein ist, kann man das in 3 Stufen vergrößern. Ich lasse es jetzt mal klein, damit wir hier die Originalansicht haben. Was gibt's? Jede Klausur fängt an hier mit einem Begrüßungsbildschirm. Und Sie sehen, hier unten haben Sie mehrere Buttons. Erstens haben wir hier den Button Next Question. Klar, wenn Sie dann übergehen zur nächsten Frage. Dieser Button ist für den Assessment Navigator, was wir eben Navigationshilfe genannt haben. Und dort sehen Sie, ja, hier der Punkt, das ist die Begrüßungsseite. Und für diese Probeklausur hier habe ich Ihnen 3 Fragen erstellt. Und in der Übersicht sehen Sie dann diese 3 Fragen auch. Okay, und falls die Navigationshilfe Sie stört, können Sie da auch wegklicken und wieder aufrufen. So, und hier rechts unten ist der gefährliche Submit-Button. Ja, der ist, um die Klausur abzugeben. Ne? Wenn Sie da draufklicken, klick, kommt hier die Warnung. Do you want to submit now? Okay, und da sollten Sie nicht auf Play klicken, sondern abbrechen, damit Sie die Klausur nicht aus Versehen abgeben. Schauen wir uns mal an, wie so eine Frage aussehen kann. Hier eine Quatschfrage, was ist 2 plus 2? Und ja, hier können Sie überall angeben, wahr oder falsch. Und können einfach weitermachen. Wenn Sie sich da nicht sicher waren, können Sie hier mit diesem Flaggensymbol die Frage markieren und dann sehen Sie hier in der Navigationshilfe, dass diese Frage gekennzeichnet ist. Okay? So, gehen wir mal über zur nächsten. Hier habe ich mal die Frage, eine der Fragen aufbereitet, die ich Ihnen letztes Mal zur Probe gestellt hatte und die wir nur auf der PowerPoint-Folie gesehen hatten. Und so würde die dann aussehen. Hier in Question Mark. Ne? Gegeben ist folgendes Schätzergebnis, dann die Gleichung und die Erklärung der Variablen. Geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, ob sie mit den obigen Ergebnissen vereinbar ist, W oder nicht. F. Zur Erinnerung, und das hatte ich jetzt letzte Woche noch nicht reingeschrieben, jede richtige Antwort bringt einen Punkt, jede falsche Antwort 0 und bei 4 richtigen Antworten gibt es zusätzlich einen Punkt. Ne? So wie wir es schon mal besprochen hatten. Damit jemand, der bei jeder Frage nur rät, keine Chance hat, keine statistische Chance hat, zu bestehen. Okay, die Logik sehen Sie natürlich. Bei jeder Antwort haben Sie eine 50% Chance, per Raten die richtige Antwort zu finden. Das heißt, im Erwartungswert haben Sie dann bei 4 Fragen 2 Punkte. Und wenn man das dann hochrechnet, also diese 2 Punkte sollten dann gerade unter der Bestehensgrenze sein. Und ja, das heißt, ich wähle die Punktzahl dann so, dass insgesamt bei der Frage 5 Punkte zu erreichen sind, denn 2 von 5 sind 40%. Genau, und damit 5 Punkte erreichbar sind, gibt es bei 4 richtigen Antworten einen Bonuspunkt. Okay? Und die Bestehensgrenze ist dann klar, bei 40,1% der Punkte. So. Genau, hier können Sie auch dann W und F jeweils angeben. Und hier ist dann die nächste Frage. Und Sie merken, hier oben gibt es so einen Fortschrittsbalken, wo Sie dann sehen, wie viel Sie schon von der Klausur bearbeitet haben. Okay? Das kann ganz nützlich sein. So, wobei
der Balken. Ah, okay, der springt auch zurück. Aber sobald ich hier eine Antwort gegeben habe, zeigt er schon an, dass die Klausur komplett bearbeitet ist. Ne? Also so 100% kann man dem Fortschrittsbalken hier auch nicht trauen. So und genau. Jetzt hätten Sie alle Fragen beantwortet, gehen zu der markierten Frage, korrigieren da noch irgendwas und dann haben wir immer noch Zeit. Lesen uns hier nochmal durch die Antworten. Okay, sind wir uns sicher? Hier, ah, nee, da hätte ich lieber das gesetzt. Okay. Und wenn Sie dann ganz sicher sind, dass Sie nichts mehr zu korrigieren haben, klicken Sie auf Submit oder Klausur abgeben. Oh, okay. Und die Klausur ist dann abgegeben. Das wusste ich auch noch nicht. Das sollten Sie sich auf jeden Fall merken. Wenn Sie alle Fragen schon bearbeitet haben, dann gibt es keinen Warnhinweis, ob Sie die Klausur wirklich beenden wollen. Das ist nicht wirklich geschickt implementiert, aber das sollten Sie auf jeden Fall merken. Ne? Also, wenn Sie die Klausur noch nicht fertig bearbeitet haben, dann gibt es einen Warnhinweis, wenn Sie auf Submit klicken. Aber wenn Sie die Klausur komplett bearbeitet haben und auf Submit klicken, dann wird Ihre Klausur sofort abgegeben anscheinend. Okay? Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Klausur.